Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich habe schon lange nichts mehr mit Acryl gemacht, also Acrylgießen. Das werde ich jetzt mal wieder machen. Und zwar, ihr kennt das ja von mir, wenn ich mit diesem Silikon, mit dem Stäbchen reintupfe. Das möchte ich jetzt mal probieren, ob das nur wirklich mit dem Swipe funktioniert. Das heißt, ich werde einfach mal ein ganz klassisches Bild machen, werde dann nur ein Stück drüber swipen. Und da nur die Zellen setzen und dann schauen wir mal, ob es wirklich da bleibt oder ob es auseinanderläuft. Schauen wir mal. Fangen wir an, lasst uns starten. So Freunde, ich habe hier Rot, Grün und Violett, dazu noch Weiß und Schwarz angemischt. Ich bin mal gespannt, weil es ist ziemlich dünn geworden. Jetzt ist hier gerade ziemlich warm und man merkt es einfach, dass der Vinylkleber ziemlich dünnflüssig geworden ist. Ich hole mir noch geschwind das 300er Silikon, brauchen wir für nachher. Okay, dann lasst uns einfach mal starten. Wie gesagt, ich mache jetzt mal ein ganz klassisches Bild, so wie man es früher gemacht hat. Mit diesem Ringpour. So, ich hoffe, die Farbe ist noch gut. Ups, da tropft's. Ja, man merkt, die ist auch dünner geworden. Schon Wahnsinn. Da ist manchmal nicht schlecht, wenn es etwas kälter ist oder kühler ist. So, was habe ich noch? Rot. Dann geh auf. Aber dafür gibt es nicht so viele Luftblasen, habe ich gesehen. Also wie gesagt, ohne Silikon. So, weiß ist Barilla, also alle. Das Violett ist komplett verschwunden. Aber seht ihr, wie dünn das ist? Wahnsinn. So, du musst mal kurz erhitzen. Such. Das glaube ich jetzt nicht. Da hinten habe ich sie. Jetzt lass die Luftblasen ausmachen. So. Einfach mal klassisch laufen lassen.
Ja, wird fast ein bisschen eng die Farbe. Ah, das Bild ist 40 auf 40 cm. Dass ihr das auch wisst. Ja, fast etwas zu wenig Farbe, aber ihr wisst selber, bei so einem Swipe ist es vielleicht gar nicht so schlecht, nicht so viel Farbe auf dem Board zu haben. Weil dann kann nachher auch nicht mehr so viel verlaufen. So, lass noch ein bisschen laufen, aber das passt schon. Auch hier habe ich noch gar nicht, bin ich noch gar nicht über die Kante. Hi, der Bimbam. Schauen wir mal, dass wir hier noch geschwind über die Kante kommen. Lauf, Forest, lauf. Ach komm, du versauschst mir das ganze Bild wieder. So. So, Dille. Also ihr kennt das wahrscheinlich alle, so haben wir alle mal angefangen. Okay. Kurz mal die Handschuhe sauber machen. Jetzt nehme ich mal einen ganz kleinen Spachtel. Und jetzt machen wir gleich eins. Naja, da müssen wir noch mal laufen lassen. Ganz leicht drüber. So, ihr seht, nur die zwei Bahnen hier. Und das stört mich jetzt etwas. Schauen wir mal, dass wir es ein bisschen runterlaufen lassen. Dann verjüngen sich, also verkleinern sich auch die Kurven. Dass halt hier wieder voll Farbe ist. So, denk mal, das reicht. Okay, dann kleine Becher wieder, etwas von diesem 300er Silikon rein. Wie gesagt, eigentlich reichen ein paar Tropfen, weil ihr braucht nicht viel. Was ich jetzt aber mache, und zwar ganz kleine Zahnstocher nehme ich mal. Nicht mehr diese großen Schaschlikspieß. So, und jetzt testen wir das mal. Ob das wirklich in dieser Bahn bleibt. Also hier ist noch ein bisschen wenig Farbe, aber das lassen wir so. Ich denke mal, ich verschnelle das jetzt etwas, weil ich jetzt hier alles einzeln
ziehe. So, die erste Bahn wäre geschafft. Ich glaube, ich drehe mir das Bild jetzt mal geschwind um. Ihr könnt schon mal sehen. Richtig cool. Es läuft natürlich etwas nach außen, aber das meiste bleibt eigentlich drinnen. Also es scheint doch so zu funktionieren, dass nur wo der Swipe ist, die Zellen dann auch entstehen. Ich meine, ich weiß das ja, aber ich wollte es euch nur mal zeigen. Ja. Lustig, gell? Ich lasse mal wieder schneller laufen, sonst dauert das zu lang für euch. Und stecht vor allem nicht durch, weil mit so einem Zahnstocher geht das ganz schnell. So Freunde, jetzt haben wir es noch gleich geschafft. Ist natürlich etwas aufwendiger. Aber gut, wow, okay, cool. So. So war eigentlich der Plan und so sieht es aus, wie wenn es aufgeht. Wie gesagt, ab und zu läuft natürlich außen etwas drüber. Und man sieht eine leichte Wölbung hier. Das ist praktisch die Farbe, aber trotzdem bleibt. Cool, okay. Jetzt schauen wir, ob ich hier noch ein paar Pünktchen rausbekomme, bis an den Rand. Seht ihr? Man sticht schnell durch mit dem Zahnstocher. Also mit Zahnstocher mit Vorsicht zu gewähren. Gut. Ich lasse es jetzt einfach mal für 10 Minuten wieder einwirken. Dann schauen wir uns das Ganze mal von rein an. Und ich hoffe, es war vielleicht mal wieder eine Inspiration für euch, mal was anderes auszuprobieren. Dann bis gleich. So Freunde, 10 Minuten sind rum. Schauen wir es uns mal an. Also ihr könnt schon sehen, es läuft nicht raus, sondern nur da, wo geswiped wurde. Und vor allem, ihr bekommt schöne kleine Zellen. Natürlich auch durch die Zahnstocher, weil der kleiner ist. Okay, hier läuft es ein bisschen. Aber ihr seht auch hier im Spiegel vielleicht die Welle. Ich weiß nicht, warum es hier so eine Welle gegeben hat. Ansonsten natürlich ganz normales Bild. Da kann man auch noch etwas spielen natürlich. Sollte ja jetzt nur eine Inspiration sein wieder. Aber ich finde es cool geworden und da kann man noch viel, viel mehr machen. Und wie gesagt, seht ihr die kleinen Zellen? Und wie, ja, muss ich dazu sagen, nur da, wo ich geswiped habe, da entstehen dann die Zellen auch und die bleiben dann auch da drin.
Also ihr braucht keine Angst haben, dass alles euch wieder davonläuft. Cool. Okay, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mal wieder was Neues. Und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Oh, zum Schluss vielleicht noch. Die Martina hat gefragt, nochmal wegen dem abstrakten Bild. Das kann ich euch auch nochmal zeigen. Ob man das mit diesem Spachtelmasse sieht. Man kann es schon gut erkennen von der Seite. Seht ihr? Das finde ich auch geil geworden. Das ist wie so ein Pfeil hier hoch. Nee, also funktioniert natürlich auch mit dieser Struktur. Das war noch ein wichtiger Punkt. Man kann es gut erkennen. Okay, dann wünsche ich euch was. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.